Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Gedenken an gescheitertes Hitler-Attentat vor 79 Jahren. Bei einer Feierstunde im Bendlerblock würdigte Bundesverteidigungsminister Pistorius die beteiligten Männer und Frauen. Außerdem legten etwa 400 Rekruten ihr Gelöbnis ab. Am 20. Juli 1944 versuchten Wehrmachtsoffiziere, um Graf von Stauffenberg vergeblich Hitler mit einer Bombe zu töten. Ja. Außerdem ging es darum, wie der Export von ukrainischem Getreide organisiert werden kann, nachdem Russland das Abkommen hat auslaufen lassen. Die EU fürchtet eine globale Nahrungsmittelkrise. Entlaufenes Raubtier bei Berlin. Die Einsatzkräfte beendeten am späten Abend ihre Suchaktion. Am Freitag soll es weitergehen. Augenzeugen wollen vergangene Nacht eine Löwin gesehen haben. Die Polizei teilt die Einschätzung, dass es sich bei den Aufnahmen tatsächlich um eine Raubkatze handeln könnte. Prächtig eröffnet worden. Insgesamt nehmen 32 Länder teil. Die deutsche Mannschaft startet am Montag ins Turnier.